die Pfandleiher auch als ganz einfaches Anschauungsobjekt eigentlich gebaut für einen Instrumentenbau-Workshop. Aber wahnsinnig oft eingesetzt, also gerade in den Sessions in Porto, Cacotopia Sessions und in folgenden und auch in meinen Empty Music Sessions und den gemeinsamen mit Fasada ist sie eigentlich ständig im Einsatz gewesen. Und sind die Repercussion-Flaschen. Bei den Sessions in Porto mit einem super toller Session-Partner, Pedro Ruiz, hatte die Idee, weil wir mit dieser kleinen Pfandleier zu zweit gespielt haben, das könntest du auch größer machen als doppeltes Ding. Das habe ich dann später auch wiederum für einen Instrumentenbau-Workshop an Hector Petersen, wo es um Dialoginstrumente ging, als Beispiel gebaut. Und das heißt, wenig überraschend, Tupac. Also. Und das war eigentlich auch eher so ein technischer Ausgangspunkt, das einfach mal mit dem Instrument so ähnlich wie die beiden anderen Flascheninstrumente zu versuchen, was ich einfacher spielen kann, wo ich beide Hände frei habe. Weil bei dem anderen muss ich mit einer Hand immer halten. Und ich hatte es auch mit Gurt versehen, das ist noch entwicklungsfähig. Der passt noch nicht so richtig gut. Thank you.